Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und zwei leicht verletzten Personen ist es am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr auf der L1150 auf Höhe Weißer Stein gekommen. Eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Esslingen wollte von Eichwald kommend auf die L1150 in Richtung Waldmannsweiler einbiegen und übersah einen 26-jährigen Honda-Fahrer, welcher nach Esslingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des Honda schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen im BMW wurden leicht verletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.